Hallo, willkommen zu diesem Video. Ich habe mal wieder Fanpost bekommen. Und zwar war hier an mich adressiert ein Brief. Und den werde ich jetzt mal mir genau angucken. Also ich habe mir schon angeguckt. Hinten steht erstmal nichts drauf. Und ja, den werde ich jetzt mal aufmachen. Ich habe mir schon gesehen. So. An den wohl besten Meerschweinchenpapa der Welt. Danke. Das ist alles zwar etwas übertrieben, aber danke. Und hier noch ein Hinweis. Wunder dich nicht, woher ich deine Adresse habe. Ich komme auch aus deiner Heimat. Ja, keine Ahnung, wer das sein soll. Meldet euch mal in den Kommentaren. Oder schreibt einfach, dass ihr es wart, aber nur diejenigen, die es waren. Ja, super, jetzt schreibt es jeder. Ja, es gibt, wird sicher herausstellen lassen, ob es dafür Beweise gibt. Und was haben wir hier noch? Ich lese das mal vor. Oh! Ach, das war die Rückseite. Okay, das ist ja alles, was da steht. Lieber Samuel, hier schreiben zwei deiner größten Fans. Wenn du wüsstest, dass hier in Berlin jeden Abend zwei Menschen deine Videos anschauen und sich riesig über jede einzelne Upload-Info freuen. Wir lieben dich und deinen Meerschwein-Lisa-Kanal, egal ob Räucherschneemann, Joghurt oder Habanero-Challenge-Videos. Wir freuen uns, dass du deinem Hobby mit so viel Freude nachgehst und es ist schön anzusehen, wie viel Liebe deine Meerschweinchen von dir geschenkt bekommen. Liebe Grüße und einen schönen Sommer. Danke. Oh, schönes Bild. Könntest du vielleicht in einem Fanpost-Video, ja, Banana Joe und den schlumpfigen Kerl Alex grüßen. Ich grüße Banana Joe und den schlumpfigen Kerl Alex, wer auch immer das ist. Und ja, danke für diesen Brief. Und ja, leider kann ich nicht dazu aufrufen, mir Fanpost zu schicken, weil ich habe kein Postfach und die Adresse hier, das war auch nicht meine eigene Adresse, das war. Da wohne ich nicht. Da wohne ich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. Aber egal, das kam bei mir an. Und ja, dann nochmal vielen Dank und tschüss.